Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Top 6. Heute am Montag, normalerweise war dieses Video für Dienstag geplant, aber aufgrund dessen, dass die Weekend League verlängert wurde und ich doch noch mehr Zeit habe zum Spielen, geht es heute nicht um die Weekend League, also es gibt kein Weekend League Review, das kommt morgen. Und heute gibt es die nächste Episode von Top 6 mit einem sehr, sehr interessanten Thema, wie ihr bereits im Titel lesen könnt, und zwar mit ehemaligen Biestern und wie sie jetzt in FIFA 18 Ultimate Team so drauf sind, beziehungsweise welche Karten sie haben. Sehr, sehr interessant in meinen Augen. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Checkt auf jeden Fall mal die Links in der Beschreibung. IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins. FIFA Points, PSN, Microsoft Guter mit dem Codemasters Gaming TV, Instagram und Twitter. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten Spieler für diese Episode. Ich muss übrigens sagen, ich bin gerade etwas angespannt, weil ich gerade noch FIFA spiele und die Weekend League ist, wie immer, wie ihr es ja auch gewohnt seid, bei mir ein absoluter Krampf und ein absoluter Kampf. Aber wir starten durch, und zwar in alphabetischer Reihenfolge heute mit der Nummer 1, mit Gabriel Agbonlahor. Ja, sehr, sehr interessante Karte damals gewesen in FIFA 12. 93 Tempo, 73 Dribbling, 73 Shooting, 75 Physis. Keine Ahnung, warum der überhaupt ein 75er Rating hatte, aber alle, die FIFA 12 Ultimate Team gespielt haben, die wissen, dass der unfassbar stark war. Ganz, ganz ekelhafte Karte, viel zu overpowered, unfassbar schnell, mit einem super Abschluss und mit dieser Physis dazu noch. Das war absolutes Mobbing, wenn man gegen den spielen musste. Er hat sich dann im Laufe der Jahre immer ein bisschen verschlechtert, einfach aufgrund dessen, dass er nie ein sonderlich krasser Spieler war. Aber war nochmal eine richtig geile Silberkarte in FIFA 14 oder was, FIFA 13, ich weiß gerade gar nicht genau, ich glaube FIFA 14 war es. Auch wieder bei Aston Villa, 93 ja, Tempo immer noch, 76 Physis, 72 Shooting, 74 Dribbling, also weniger, also ich sag mal so, weniger Shooting 1, aber dafür mehr Füße, mehr Dribbling, trotzdem Silber. Das ist, naja, FIFA halt, ne? Allerdings war diese Karte damals, vor allem in der Kombination mit Emmanuel Majuka, den können auch einige noch kennen, eine absolute Granate. Der mit 4-Star-Skills und 5-Star-Weakfoot, Agbonlahor mit seinem unglaublichen Tempo, das war wirklich eine ekelhafte Kombination. Beide auch über 50.000 Münzen gekostet. Allerdings mittlerweile Agbonlahor, naja, nicht mehr ganz so stark. 69er Rating, 77 Tempo, dazu 70 Shooting, 63 Physis und 68 Dribbling. Immer noch bei Aston Villa, also auf jeden Fall seinem Verein treu geblieben. Aber auch, ja, seinem Rating, sage ich mal, beziehungsweise seiner spielerischen Qualitäten. Besonders gut war, wie gesagt, nie, aber dauerhaft dabei und mittlerweile Gott sei Dank kein Krampf mehr wie in den letzten FIFA-Teilen. Nummer 2 ist ebenfalls ein Spieler, der in FIFA 12 eine absolute Bombe war, und zwar Darren Bent. 89 Tempo, 72 Dribbling, 79 Shooting, 77 Physis. Auch bei diesen Werten kann man sich fragen, warum 82er Rating, aber immerhin 79 Shooting. Das erklärt zumindest ein bisschen was. Auch er natürlich wieder eine absolute Pace-Suche. Das sind alle Spieler in diesem Video, denn früher war Pace einfach das Nonplusultra, was man haben musste, um irgendwie zu gewinnen. Auch wenn es dieses Jahr ja wieder, naja, dieses Jahr ist es vor allem Bullshit, aber dieses Jahr ist es vor allem auch wieder Tempo. Was entscheidend ist, die 89 Tempo waren bei ihm eher 99. Der Abschluss war unglaublich stark. Es war eine absolut overpowerte Karte. Allerdings mittlerweile ist Darren Bent nicht mehr ganz so krass. Spielt bei Derby County, nicht mehr bei Aston Villa. Das war übrigens die Todeskombination. Agbonlahor und Bent. Mittlerweile bei Derby County 68 Tempo, 72 Shooting. Also der Schuss ist bei seiner 71er Karte gar nicht mal so schlecht. Aber sonst halt eben 66 Dribbling, 58 Physis. Also ich muss dazu sagen, in FIFA 12 war Physis natürlich noch das Kopfball-Rating, ne? Aber nichtsdestotrotz ist das halt schon sehr, sehr schwach im Vergleich dazu. Aber er wird halt natürlich auch älter, aber gerade das Tempo, also minus 21, huiuiui. Gott sei Dank nicht mehr so overpowered, aber sowieso in der zweiten englischen Liga. Könnt ihr mir trotzdem gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr nur mit Agbonlahor gespielt habt oder ob ihr auch seinen Teamkollegen Darren Bent mal ausprobiert habt. Weil wie gesagt, der war schon eine ziemlich, ziemlich ekelhafte und krasse Karte. Kommen wir zum nächsten Spieler, und das ist der brasilianische Wuschelkopf David Luiz. Ja, der war in FIFA 12 auch eine absolute Krankheit, also ein absolut ekelhafter Spieler. Gegen den wollte man nicht spielen, gegen den musste man aber teilweise spielen. Und das war wirklich nicht schön, und zwar nicht ein einziges Mal. Damals mit einem 82er Rating, sehr gut ausgestattet gewesen, mit 79 Tempo, 79 Kopfball, 82 Defending, 70 Passen. Also ich sag mal so, wer diese Spiele gespielt hat, wird wissen, was das für ein Verteidiger war. Ein Marvel Wynn, ein Aiko Parra, die waren nervig, aber die hat kaum einer gespielt, weil die trotzdem Silber und Bronze waren. Aber David Luiz, absolut unaufhaltsam in der Defensive. Im nächsten Jahr wurde es dann nicht besser. Er wurde Non-Rare, 79er Bewertung, aber trotzdem noch unglaublich overpowered. Kein Wert unter 65 bei einem Innenverteidiger. Zwar nur 77 Defending, aber trotzdem war der unfassbar stark. Vor allem wegen seiner Agilität und wegen seinen 78 Tempo allgemein. Richtig ekelhafter Spieler. Hatte auch eine 6er-Karte als Man of the Match. Die ging, glaube ich, für 150.000 Münzen. Der war damals schon alles andere als Kacke. Und auch mittlerweile ist er immer noch overpowered. Allerdings nicht mehr so stark. Nur noch 70 Tempo, aber dafür 84 Defending, 81 Füße.
Süßes. Spielt mittlerweile wieder bei Chelsea, war ja zwischendurch bei PSG. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag David Luiz extrem gerne. Er ist momentan ja bei Chelsea ein bisschen unten durch, mal sehen, ob er wechseln wird. Aber grundsätzlich ist diese Karte immer noch, wenn man die sieht, hat man nicht zwingend Angst. Nicht mehr diese Angst wie früher in FIFA. Aber Bock hat man auf keinen Fall gegen David Luiz zu spielen. Zumindest ich nicht. Vielleicht geht's euch da anders. Übrigens der Grund, warum es heute kein Top 1 bzw. 2, 3, 4, 5, 6, also es sind halt 6 Spieler, aber es gibt keine Platzierung. Das liegt daran, dass ich gerne von euch wissen möchte, wer von diesen 6 Spielern war für euch der nervigste. Ballert mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare in der Reihenfolge. Platz 1 ist der nervigste, Platz 6 der am wenigsten nervigste. Wir kommen zum nächsten Spieler und das ist Luis Muriel. Ja, Muriel kennt man auch. Der war in FIFA 13 eine absolute Katastrophe. 78er Rating, 91 Tempo, 87 Dribbling und 76 Shooting auf dieser Karte. Forster Skills bei Udine in der Serie A. Das war eine richtig ekelhafte Karte. Gegen die zu spielen hat nie Spaß gemacht, vor allem weil der zwar klein war, aber trotzdem kopfballstark irgendwie. Dazu halt unglaublich schnell, wendig, guter Abschluss. Alles, was man eben nicht gegen sich haben möchte. In den Folgejahren wurde es dann teilweise sogar ein bisschen schlechter. Er war zwischenzeitlich bei Sampdoria Silber, 88 Tempo, 84 Dribbling, 73 Shooting. Sieht immer noch nach überteuerten und überkrassen Karte aus. Aber nichtsdestotrotz war er da nicht ganz so ekelhaft, wie halt eben in seiner Zeit davor in FIFA 12 bei Udine. Mittlerweile hat sich Muriel, muss man aber sagen, doch deutlich gemacht. Er ist zwar nicht mehr so overpowered, was ganz einfach daran liegt, dass mittlerweile andere Werte wichtig sind, aber 89 Pace, 84 Dribbling, 77 Shooting, das ist alles andere als schlecht und gerade seine Inform-Karte, also ich sag euch mal ganz ehrlich, diese 83er-Karte mit 90 Pace, 90 Dribbling, 80 Physis, 84 Shooting, die erinnert schon extrem an Luis Muriel, wie er sich früher angefühlt hat. Und dementsprechend wäre das vielleicht auf jeden Fall mal eine Karte zum Ausprobieren. Ich könnte sie theoretisch sogar einbauen in mein Team. Mal sehen, ob ich das machen werde. Grundsätzlich auf jeden Fall nice. Und ich bin gespannt, wer von euch Muriel so richtig zum Kotzen fand. Ich habe die Reihenfolge durcheinander gemacht, aber das macht gar nicht so viel. Denn wir bleiben beim nächsten Kolumbianer. Und zwar die YouTube-Legende in Deutschland, Victor Ibarbo. Ja, in FIFA 13 eine 76er-Karte, 91 Tempo, 84 Dribbling, 71 Shooting, 70 Passen, 74 Physis. Keine Ahnung, warum der überhaupt eine 76er-Karte hatte. Der hat gar nicht die Werte dafür gehabt. Auch allgemein, er hatte, glaube ich, nur 70 Abschluss. Aber in-game waren das eher 98. Unfassbar stark. Gerade FGU haben den in Deutschland ja extrem bekannt gemacht. Und in der FIFA-Szene allgemein war Ibarbo der Schrecken in FIFA 13. Hat alles auseinandergenommen. Und auch in den Folgejahren war er immer noch stark. Gerade wenn er Inform-Karten hatte. Auch wenn er nie in meinen Augen an seine Leistung bzw. an seine Karte aus FIFA 13 rankommen konnte. Ich habe immer vermieden, mit ihm zu spielen. Ihr wisst, ich mag teilweise Spieler nicht und dann werde ich auch nicht mit denen spielen. Aber wenn ich mal mit ihm gespielt habe, war der immer überkrass. Mittlerweile ist Ibarbo Silber, hat immer noch kranke Werte für einen Silberspieler. 92 Pace mittlerweile angepasst, 66 Shooting, 77 Füße, 72 Dribbling, aber spielt in der kolumbianischen Liga, wenn ich das hier richtig sehe. Und dementsprechend natürlich nicht unbedingt overused, so wie er es bei Cagliari in der Serie A noch war. Also wir hatten da eine echt kranke Kombination mit Muriel und eben Ibarbo. Mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr. Man könnte ihn zwar mit Kolumbianern wie James einbauen, aber ich denke mal, das machen die wenigsten. Wobei Izquierdo, James und Muriel in dem 4-1-2-1-2, oh Gott, ich hoffe, ich bringe keinen auf Ideen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, eine sehr, sehr starke Karte, mit der man auf jeden Fall, oder Quadrado, ach du meine Güte, mit der man auf jeden Fall arbeiten konnte und mittlerweile bestimmt auch noch arbeiten kann. Aber Gott sei Dank ist der Spuk zumindest in den Top-Ligen und damit mit der Overused-Zeit vorbei. Die letzte Karte für dieses Video ist, denke ich mal, auch der Grund gewesen, dass einige Controller zu dieser Zeit auch geflogen sind und kaputt gegangen sind. Alexander Esswein. Auch diese Karte ergibt eigentlich gar keinen Sinn. 75er Rating damals bei Nürnberg, auch wenn er nie wirklich so gut war, in dem Alter auch nicht. 90 Tempo, 73 Füße, 75 Dribbling, 70 Shooting als Stürmer. 75er Karte, das geht eigentlich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber gut. Nichtsdestotrotz war der damals natürlich unfassbar stark in FIFA 13. Übrigens war 73 Kopfball und nicht Physis. Das war schon eine ekelhafte Karte. Gerade wenn man die in der Sturmspitze vorne drin gespielt hat, mit einer Doppelspitze, 3-5-2er damals, die overpowerte Formation, da konnte man schon einiges zerstören. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, für mich hat Esswein nie so stark gespielt wie meine Gegner. Ich konnte mit dem irgendwie nicht umgehen. Das heißt aber nicht, dass er schlecht war, denn auch der hat mich einige Nerven gekostet. Die nächsten Jahre war er dann nie so stark, immer Silber gewesen und mittlerweile auch eine Silberkarte bei Hertha BSC. 89 Tempo, 72 Dribbling, 72 Shooting, 75 Physis. Sieht immer noch stark aus, aber gerade weil er Flügelspieler ist, natürlich nicht mehr so overpowered, wie er mal war. Und auch gerade weil er Silber ist, nicht mehr so overused, wie er früher mal war. Nichtsdestotrotz denke ich mal, dass Pacewein, so wie er ja in der FIFA-Community eher bekannt war, definitiv einige Nerven auch bei euch gekostet hat und ich bin gespannt, auf welche der Top 6 Positionen ihr ihn setzen würdet.
Das war's dann von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie gesagt, eure Meinung. Schaut mal in der Videobeschreibung vorbei bei den Links IG Vault, Instagram und Twitter. Instagram müsst ihr anfragen, um zu folgen. Das Konto ist privat. Das heißt, macht es auf jeden Fall mal. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.